Wir begrüßen euch herzlich zu unserem heutigen Bibeltalk hier bei uns in der Stiftung Schleife in Winterthur. Und wir haben für heute ein aktuelles, heißes Thema vorbereitet. Wirklich total aktuell. Wir wurden nämlich gefragt von euch, jetzt angesichts der staatlich verordneten Corona-Maßnahmen, müssen wir uns als Christen diesen Maßnahmen bewusst widersetzen? Ist das sozusagen ein Status Confessionis, ein Punkt, an dem wir unseren Glauben bekennen müssen und dem Staat widerstehen müssen, weil es sich in diesem Moment um einen Unrechtsstaat handelt? Keine Angst, wir werden nicht zu zivilem Ungehorsam aufrufen. Und wir finden auch nicht, dass wir uns in einem Unrechtsstaat befinden. Nein, aber dazu später dann mehr. Und wir möchten auch ganz grundsätzlich auf diese spannende Frage eingehen, sie biblisch beleuchten und aus der Kirchengeschichte. Wie ist das mit dem Widerstand der Christen gegen den Staat? Eine große Frage, das Verhältnis Kirche und Staat. Wir möchten auch versöhnlich sprechen, miteinander euch damit hineinnehmen, auch dort, wo es vielleicht in eurem Umfeld auch unterschiedliche Auffassungen gibt, dass ihr so von verschiedenen Standpunkten aus Aspekten das Thema beleuchtet habt. Und man kann ja nicht über den Staat reden oder über die Rolle des Staates, ohne diesen ganz zentralen Text mit dem eigentlich anzufangen, nämlich Römer 13, was Paulus über den Staat sagt und über die Aufgabe des Staates, welche Rolle er spielt. Und ich finde das wichtig, zuerst eine Vorbemerkung zu machen, in welche Situation hinein schreibt Paulus an diese Gemeinde in Rom. Ich meine, der Römerbrief ist geschrieben so ums Jahr 57 nach Christus. Zu der Zeit war Nero bereits Kaiser. Nero, der dann 64 diese große Verfolgung angestiftet hat, und zu der Zeit war dieses Edikt von Kaiser Claudius in Kraft, dass diese Anhänger des Christus, so ist es überliefert, aus Rom ausgewiesen werden müssen. Und wir wissen ja aus Apostelgeschichte 18, dass auch Priscilla und Aquila, diese Mitarbeiter von Paulus, aus dem Grund aus Rom vertrieben worden sind. Ein Kapitel vorher sagt Paulus, Römer 12, ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Und ich würde sagen, das ist auch diese Voraussetzung, mit der er dann an das Thema vom Staat drangeht. Werfen wir einen Blick auf Römer 13, ein paar Verse aus Römer 13. Jeder leiste den Trägern der staatlichen Gewalt oder mit anderen Worten, wörtlich übersetzt, den übergeordneten Vollmachten, den Schuldigen Gehorsam. Denn es gibt keine staatliche Gewalt, die nicht von Gott stammt. Jede ist von Gott eingesetzt. Also damit fängt es an, man soll sich drunter stellen, wörtlich, unter die Gewalten, die sich drüber befinden. Ihr könnt es auch mitlesen auf der Folie. Und dann vielleicht noch Vers 3, vor den Trägern der Macht hat sich nicht die gute, sondern die böse Tat zu fürchten. Willst du also ohne Furcht vor der staatlichen Gewalt leben, dann tue das Gute, sodass du ihre Anerkennung findest. Sie steht im Dienst Gottes und verlangt, dass du das Gute tust. Mal bis hierher. Und wir kennen es von Luther vielleicht, diesen Wortlaut, jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Also die eben oben drüber ist. Und es ist ja nicht nur jetzt diese Römerbriefstelle, die isoliert in der Bibel steht, sondern wir finden auch im 1. Petrus 2 und in Titus 3 solche Aussagen. Zum Beispiel in Titus 3, erinnere sie daran, dass sie der Gewalt der Obrigkeit untertan und gehorsam seien, zu allem guten Werk bereit. Genau, also die Obrigkeit von Gott eingesetzt, kann man sagen, sie ist von Gott gewollt. Ich finde da noch die Unterscheidung hilfreich, die Oskar Kullmann, der Professor in Basel war, gemacht hat. Der Staat ist nicht göttlich, aber Gott gewollt. Und das finde ich einen spannenden Gedanken. Gott will, dass der Staat bestimmte Aufgaben wahrnimmt.
Und Paulus sagt hier, er hat den Auftrag, gutes Verhalten zu belohnen und Böses zu bestrafen. Und ich würde sagen, hier ist schon dieser erste Stolperstein. Ich meine, wie definiert ein Staat, was ist gut und was ist böse? Ich meine, wir wissen diese Beispiele aus der jüngeren Geschichte, dass ein Staat als gut definiert hat, seine Nachbarn zu bespitzeln und anzuzeigen, und als böse definiert hat, jetzt von Jesus zu reden, über den Glauben zu reden und so weiter. Und da sind wir schon an einer dieser Grundfragen. Wird Gut und Böse vom Staat definiert oder wird Gut und Böse von Gott definiert? Ist da auch für den Staat Gottes Maßstab, Gottes Gesetz verbindlich? Und wir sehen auch, wie das verschieden verstanden wurde durch die Geschichte. Wir haben jetzt so in der evangelischen Tradition wie zwei Positionen mit Auswirkungen auf die Gesellschaft. Da könnte man sagen, so die lutherische Tradition ist, Gott hat den Staat als Notordnung eingesetzt, um das Chaos zu verhindern, weil die Schöpfung ja gefallen ist. Und dann so eher in Richtung reformierte Tradition, Gott hat Strukturen geschaffen und der Staat ist eine Autorität, die von Gott geplant und eingesetzt ist. Aber wir werden da später noch drauf kommen. Vielleicht einfach, wir halten mal an der Stelle fest, Aufgabe des Staates wäre, Recht und Gerechtigkeit zu vertreten, Ordnung zu schaffen, Ordnung aufrecht zu erhalten und eben Gut und Böse entsprechend zu belohnen oder zu bestrafen. Deshalb der Staat von Gott eingesetzt. Wie du gesagt hast, in der lutherischen Tradition wurden die beiden Bereiche Kirche und Staat ein bisschen getrennter angeschaut, eine gewisse Eigengesetzlichkeit als jetzt in der reformierten Tradition, da kommen wir drauf. Aber es gibt eine Aufgabe des Staates, wir könnten umgekehrt fragen, was ist in diesem Miteinander jetzt die Aufgabe der Kirche? Und da finden wir im 1. Timotheus 2 diese Verse, so ermahne ich nun, da spricht Paulus vom Gebet, dass man vor allen Dingen tue, Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Und jetzt kommt's, ihr könnt auch mitlesen. Und insbesondere erwähnt er da die Obrigkeit. Er schreibt, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Da werden wir noch darauf kommen, was das heißt, auch für uns heute. Aber ich denke, für den Anfang nehmen wir doch mal noch diese Aussage von Jesus, holen die mal noch vor, die in dem Zusammenhang ja auch immer zitiert wird. In Matthäus 22, als die Pharisäer zu Jesus kommen und ihm diese Fangfrage stellen, sollen wir jetzt dem Kaiser Steuer zahlen oder nicht, dann sagt ja Jesus, also er merkt, sie wollen ihm eigentlich eine Falle stellen, zeigt mir mal so eine Silbermünze und was seht ihr denn da drauf? Und sie sagen, ja, wir sehen Bild und Aufschrift vom Kaiser. Und dann kommt's, Matthäus 22, Vers 21, da sprach Jesus zu ihnen, so gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Das ist jetzt noch vielschichtig ein anderes Thema, was auf dieser Silbermünze an Provokationen waren, eben der Kaiser als göttlicher Sohn, für die Juden sehr provokativ und andere Dinge. Aber damals die Frage war ja, sind diese römischen Steuern gerecht? Und ich meine, man muss sagen, die römischen Steuern waren nicht unbedingt gerecht. Sie wurden auch nicht primär für Recht und Gerechtigkeit nur eingesetzt, jetzt aus Sicht göttlicher Wertmaßstäbe. Die Historiker gehen davon aus, dass 2/3 des römischen Steuervolumens, und das war sehr umfangreich, für Heer, für Militär, also für Krieg ausgegeben wurde. Also könnt sagen, für einen problematischen Staat. Aber was sagt Jesus? Er sagt eigentlich, es gibt diesen Staat, er hat sein Recht und seine Macht. Und wir halten uns an seine Ordnung, indem wir diese geforderte Kopfsteuer bezahlen. Also er erkennt den Staat an. Es ist schon interessant, eigentlich quer durch die Bibel hindurch, dieses,
differenzierte Miteinander von diesen zwei Größen, Religion und Politik. Im Alten Testament ist es ein bisschen anders, aber auch da, Priestertum und Königtum, das waren nicht nur getrennte Ämter, es waren auch getrennte Salbungen. Und erst so in den prophetischen Stellen im Alten Testament, wo der Messias vorausgesagt wird, fließt das dann zusammen, das königliche Priestertum. Aber bis er kommt und bis wir diesen perfekten Staat haben, diesen Frieden, da sind die Aufgaben getrennt. Priestertum und Königtum und auch im Neuen Testament sind diese beiden Bereiche. Jetzt, gibt es in der Bibel den Fall des Widerstandes gegen den Staat? Also vielleicht nochmal zu Jesus. Er hat nicht zum Widerstand hier aufgerufen bei den Steuern, gar nicht. Und das war ja auch mit dem Grund, warum die Leute von ihm enttäuscht waren. Aber es gibt tatsächlich Widerstand in der Bibel. Also das Erste, was mir in den Sinn kommt, wenn ich mal von vorne her die Bibel durchblätter, wäre im zweiten Buch Mose, Kapitel 1, die Geburt von Mose in Ägypten. Da haben wir die hebräischen Hebammen, die vom Pharao den Befehl bekommen haben, die jüdischen Söhne bei der Geburt, nach der Geburt, möglichst schnell zu töten. Gebot vom Pharao höchstpersönlich, und sie tun es nicht. Das wäre so ein Beispiel für Widerstand. Oder so als nächstes nach den Mosebüchern im Josua, Josua 2, haben wir die Kundschafter, die ausgesendet sind, um das Land zu erforschen. Und sie kommen nach Jericho und werden von Rahab, der Prostituierten, in ihrem Haus versteckt. Und sie verhilft ihnen zur Flucht gegen den ausdrücklichen Befehl des Königs von Jericho. Sie rettet sie und wird ja dann später im Neuen Testament, im Hebräerbrief, auch als großes Vorbild genannt. Das wären so Beispiele für Widerstand. Wir haben aber auch Beispiele, wo Menschen berechtigt Widerstand hätten leisten können, aus menschlicher Sicht, und darauf verzichtet haben. Zum Beispiel König David, der hatte mehrere Gelegenheiten, wo er den Saul so richtig gut hätte beseitigen können, und er nimmt zur Enttäuschung seiner Leute, die ja auch nicht war. Vielleicht mal bis dahin, aber das Beispiel. Ein interessantes Beispiel ist Daniel, das Danielbuch. Daniel bekleidet hohe politische Ämter in der Zeit der Babylonier, dann im Übergang zum Perserreich. Er und seine drei Freunde aus Judäa, die verschleppt wurden, und sie dienen Nebukadnezar, dem babylonischen König. Schon in Daniel 1 sehen wir eine interessante Differenzierung. Sie sind zwar bereit, auch dieses Training zu durchlaufen, um in diese Beamtenposten zu kommen, aber sie lassen sich nicht durch die Speisen des Königs verunreinigen. Und sie sagen, solange ihr Glaube und ihre Gesetze respektiert werden, sind sie da mit drin in diesem politischen System. In Daniel 2 legt Daniel dem Nebukadnezar seinen Traum aus, sehr interessant, kommen wir am Ende noch drauf zurück, von diesen Reichen, die kommen. Daniel 3, die Freunde von Daniel, die landen im Feuerofen, weil sie sich eben dem Staat widersetzen, an dem Punkt, an dem sie dieses Götzenbild als Gott anbeten sollten. Genauso geht es dann Daniel später im Kapitel 6, Übergang zur Perserzeit, als er in der Löwengrube landet. Auch da wieder, er weigert sich, seinen Gott nicht anzubeten. Er geht nicht auf dieses Gebot ein, nur noch dem König zu huldigen, sondern er betet zu seinem Gott, zum Gott Israels. Er hält seine täglichen Gebetszeiten ein, selbst wenn es ihm das Leben kosten kann. Gott bewahrt ihn in der Löwengrube. Aber wir sehen, man kann das Prinzip ableiten, Daniel und seine Freunde, sie dienen dem Staat, solange ihr eigener Glaube, die Ausübung ihres Glaubens nicht beschnitten wird. Sie leben eigentlich doch das, was nachher die Jünger in der Apostelgeschichte sagen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, könnte man sagen. Das war so ihre Motivation, wir beten und in der Hinsicht gehorchen wir Gott mehr als den Menschen. Damit sind wir bei den Jüngern, ja, die predigen, die evangelisieren, die reden über Jesus und werden vor den Hohen Rat zitiert in Apostelgeschichte 5
Und man macht ihnen den Vorwurf, Apostelgeschichte 5, Vers 28, haben wir euch nicht ausdrücklich befohlen, nicht mehr zu lehren in diesem Namen? Und was macht ihr? Ihr erfüllt Jerusalem mit eurer Lehre. Und dann kommt dieser Vers, der heutzutage auch immer wieder herbeigezogen wird, um Widerstandsrecht gegen den Staat zu begründen. Sie sagen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und da stellt sich ja doch die Frage, was sind die Bedingungen, dass man Gott mehr gehorchen muss als Menschen, oder die Voraussetzungen, in welcher Hinsicht trifft es zu, was betrifft es? Und wenn ich hier mal ausgehe von Apostelgeschichte 5, betrifft es das, was du schon über Daniel eigentlich gesagt hast, diesen Bereich vom Predigen, Lehren, von Jesus erzählen, beten, hier auch evangelisieren. Es betrifft nicht die Gesetze und die Steuergesetze, die jetzt die staatlichen Regulationen sind. Und sehr interessant, es ist hier Petrus, der vor dem Gericht steht und der immer wieder ja vor Gericht steht. Und er schreibt nachher im Petrusbrief, 1. Petrus 2, ja dann auch, seid untertan aller menschlichen Ordnung um des Herrn willen. Und er schreibt es als einer, der ja die restriktive Macht und die Unterdrückung von diesen menschlichen Ordnungen, sei es auf jüdischer Seite oder auf römischer Seite, am eigenen Leib erfahren hat. Das waren ein paar biblische Prinzipien. Wir werfen jetzt einen Blick in die Kirchengeschichte. Ich muss sagen, dieses ganze Thema Kirche und Staat hat mich begeistert seit Studienzeiten. Du hast ja auch deine Abschlussarbeit dann ausgerechnet darüber schreiben wollen, dürfen. Augustin formuliert schon diese beiden Reiche, und ihr seht das auf dieser Darstellung, da ist das Reich Gottes, Regnum Dei, und das ist im Widerstreit gegen das feindliche Reich, gegen das Regnum Diaboli, quasi das Reich des Teufels. Also Gut und Böse liegen im Widerstreit in diesem Zeitalter. Und da gibt es zwei Regimente, ein weltliches Regiment, das umfasst Staat, Wirtschaft, Familie, durch Gesetze, Vernunft, Gewalt, und ein geistliches Regiment, Predigt, Glaube, Kirche, durch Christus, das Evangelium. Und wir sehen diese Bereiche Kirche und Staat, die sind eingebunden in diesen großen Kampf, der in diesem Zeitalter tobt. Jetzt bei Luther, da werden die Begriffe manchmal ausgetauscht. Luther bezieht sich zwar auf Augustin, aber er spricht manchmal in Bezug auf Kirche und Staat von den zwei Reichen. Manchmal nennt er sie Regimente, manchmal Reiche. Und wenn wir jetzt diese beiden Bereiche aus dieser großen Spannung von Gut und Böse herausnehmen, dann gibt es eben die Gefahr, dass Kirche und Staat diese beiden getrennten Welten sind und wir quasi Bürger zweier Welten wären. Und wir können uns zurückziehen als Christen auf das kirchliche Leben, auf die Pflege unseres Glaubens und den Staat aus einer gewissen Distanz betrachten, vernachlässigen. Und deshalb hat Karl Barth während des Dritten Reiches diesen lutherischen Ansatz ein bisschen pointiert als Zwei-Reiche-Lehre bezeichnet. Das war ein Begriff von ihm, nicht von Luther, weil er diese Gefahr der Eigengesetzlichkeit sah, dass sich da etwas verselbstständigt. Und er aus der reformierten Tradition kommend, von Calvin her, sah eben im Staat auch diese gottgegebene Aufgabe, wie du es gesagt hast, in der reformierten Tradition, da zu sein, wie wir es gesehen haben in Römer 13, diese Aufgaben zu bekleiden. Und ganz pointiert hat er dann in der Barmer Theologischen Erklärung es folgendermaßen formuliert, ist nicht nur von Barth, aber wesentlich von ihm geprägt: Wir verwerfen die falsche Lehre, als gäbe es Bereiche unseres Lebens, in denen wir nicht Jesus Christus, sondern anderen Herren zu eigen wären. Also die Betonung, wir sind als Christen auch in diesem Staat und wir müssen aufmerksame Zeitgenossen sein und beobachten, kommt der Staat seinen gottgegebenen Aufgaben nach oder nicht, auch warnend unsere Stimme erheben, eben dieses urreformierte Anliegen.
Und ich muss ehrlich sagen, da begeistert mich Barth auch mit diesem wachen Blick. Er hat schon 1933, also bei der Machtübernahme der Nazis, das messerscharf gesehen. Jetzt wird aus diesem Staat wird ein Unrechtsstaat. Und er hat damals geschrieben, man müsse hier, Zitat, das Halt hören und die Grenze sehen, über die hinaus man eigentlich nur unter Verrat am Evangelium weitergehen könne. Sehr interessant. Oder wenn jetzt ein Staat die Juden umbringt, dann ist das ein Verrat am Evangelium. Und diese Tendenz, die war 33, hat er die gesehen, da war er noch nicht zum Krieg gekommen, aber schon damals sagte er, jetzt müssen wir dieses Halt hören. Und hier sind wir nun eben diesem spannenden Punkt und wir werden gefragt, ist heute wieder eine ähnliche Situation, müssen wir dieses Halt hören? Aber sowohl wenn wir Barth lesen, als auch Bonhoeffer, natürlich das berühmte Beispiel von Bonhoeffer mit dem auch gewaltsamen Aufstand, dem Widerstand gegen Hitler bis hin zur Unterstützung des Attentats, dann sehen wir hier bei Barth, es geht wirklich um diesen Verrat am Evangelium. Und das führt bei ihm zur Legitimation des Aufstandes. Und dann ganz berühmt, das kann ich euch nicht vorenthalten, dieser Brief da von Karl Barth, wir finden ihn in diesen gesammelten Schriften aus dem Zweiten Weltkrieg, eine Schweizer Stimme. Er schreibt an seinen tschechischen Kollegen Josef Romatschka, jeder tschechische Soldat, der dann streitet und leidet, wird es auch für uns und, ich sage es heute ohne Vorbehalt, er wird es auch für die Kirche Jesu Christi tun, die in dem Dunstkreis der Hitler und Mussolini nur entweder der Lächerlichkeit oder der Ausrottung verfallen kann. Barth ruft hier wirklich zum Widerstand gegen diesen entarteten Staat auf. Hier sind wir am Punkt, der sagt, hier ist Widerstand gefordert. Nicht nur legitimiert, sondern jetzt müssen wir Widerstand leisten. Ist nötig, ja. Ich meine, da sieht man ja in der Geschichte, nicht nur da, sondern immer wieder, wie ein Staat tatsächlich zum Unrechtsstaat werden kann. Und ich meine, auch dafür gibt es ja ein bestimmtes Kapitel in der Bibel, was man Römer 13 gegenüberstellen kann. Also Römer 13, wie der Staat eigentlich gedacht wäre. Und dem kann man ja was anderes dann gegenüberstellen in dieser Frage, wie sieht ein Staat aus, der zum Unrechtsstaat wird? Ja, wie gesagt, mich begeistern wirklich diese Schriften. Barth hat schon unmittelbar vor dem Krieg Rechtfertigung und Recht geschrieben, ein kleines Büchlein, das immer wieder neu aufgelegt wird. Hier ist meine Ausgabe so um die Jahrtausendwende, also immer wieder wird es neu verlegt. Und Barth vergleicht da Römer 13 mit Offenbarung 13 und er schreibt eben über diesen dämonisierten Staat, ich habe euch dieses Zitat auch mitgebracht, fragt sich, wieso der Staat aus dem durch Gottes Willen und Anordnung eingesetzten Schützer des Rechtes von Römer 13 zu dem vom Drachen ermächtigten, den Cäsarkult fordernden, die Heiligen bekriegenden, gottlästernden, die ganze Welt erobernden Tier aus dem Abgrund von Apokalypse 13, also Offenbarung 13, werden kann. Eine hochinteressante Schrift. Er geht erst von diesem Gespräch von Jesus mit Pilatus aus. Und was Barth gleich zu Beginn dieser Schrift sagt, mein Pilatus ist so das Bild für den dämonisierten Staat. Er bringt Jesus ans Kreuz. Aber selbst dieser dämonisierte Staat muss letztlich den Absichten Gottes dienen. Christus stirbt, er muss für uns, die Welt wird gerettet. Also selbst der dämonisierteste Staat kann letztlich die Absichten Gottes nicht verhindern. Das Reich Gottes kommt durch alles hindurch. Aber Barth ruft auf zum Widerstand gegen diesen dämonisierten Staat. Er beschreibt das wirklich trefflich hier vor dem Krieg und wieso das nötig ist. Und
Das sehen wir ja auch im Rückblick, dass er recht hatte. Aber vielleicht jetzt nochmal, wenn wir auf unsere aktuelle Zeit kommen, uns wurde ja diese Frage gestellt, was meint ihr, entwickelt sich der jetzige Staat in der ganzen Corona-Krise, gibt es da eine Tendenz, dass er zu einem Unrechtsstaat wird? Ich knüpfe hier direkt nochmals in dieser Schrift an Rechtfertigung und Recht. Diese zwei Begriffe oder das Recht, quasi der Staat, und Rechtfertigung, die Kirche, die Botschaft von dieser liebenden Gnade Gottes. Gott hat uns gerechtfertigt in Jesus Christus, hat uns Recht gesprochen. Er ist für uns gestorben, damit wir vor ihm leben können. Und er sagt, der Rechtsstaat muss dieser Botschaft der Rechtfertigung den Raum schaffen. Und in Deutschland und Österreich ist die Situation in der Hinsicht jetzt auf den Gottesdienst ähnlich wie in der Schweiz. In der Schweiz wurde der Gottesdienst sogar erst später erlaubt, in dieser zweiten Welle der Pandemie. Aber als der Bundesrat diesen Beschluss bekannt gab, dass die Kirche das Recht hat, weiterhin Gottesdienste zu feiern, bis 50 Personen anwesend sein dürfen, da, ich habe fast geweint, als ich das gehört habe. Und ich weiß, die Kirchen haben da gerungen, auch mit dem Staat, um eine Lösung. Und ich habe gedacht, das ist ein Rechtsstaat. Also das Recht des Staates erlaubt es, und zwar allen Religionsgemeinschaften, nicht nur den Christen, aber auch den Christen, dass wir Christen uns treffen, dass wir Gottesdienste abhalten und dass wir diese Botschaft der Rechtfertigung predigen dürfen. Nach dem Krieg hat Barth das dann weiter ausgeführt in Christengemeinde und Bürgergemeinde. Also wie ist das jetzt, welche Aufgaben kommt der Bürgergemeinde zu und der Christengemeinde, also wieder Kirche und Staat. Aber ist es nicht wahnsinnig in unserer Zeit, jetzt bei uns in der Schweiz, die Bürgergemeinde darf politische Veranstaltungen abhalten und die Christengemeinde, also die Kirche, darf sich treffen zum Gottesdienst. Also ich finde, diese Rechtsstaatlichkeit, die ist gewährleistet. Wir dürfen zusammenkommen, dürfen Gottesdienste feiern. Klar, es gibt Beschränkungen, Personenbeschränkungen, das sind die Abstände, sind die Masken. Wenn wir zusammen sind, dürfen wir nicht singen. Aber selbst Gottesdienste, Hauskreise, wir können es ja über Zoom treffen. Es gibt Möglichkeiten, digitale Möglichkeiten. Wie siehst du das? Nicht unbedingt nur schlecht sind. Ich würde auch sagen, wenn ich ausgehe jetzt nochmal von dem, was Paulus an Timotheus schreibt, im 1. Timotheus 2, Vers 1, wo er diesen Aufruf macht, also betet für die Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit, so übersetzt Luther. Ich sage, hey, das Ziel ist, für den Staat so zu beten, dass wir unsere Frömmigkeit leben können. Und wenn ich jetzt mal Frömmigkeit ausweite und sage, hey, der Bereich, der die Ausübung, das Ausleben meines Glaubens betrifft, und mir die Frage stellt, hindert mich jetzt der Staat daran, meinen Glauben zu leben, auszuüben, die Frömmigkeit, ist meine Antwort nein, er hindert mich nicht daran, wie du schon gesagt hast, andere Formen, aber wir dürfen weiterhin Gottesdienste feiern. Wir wollen das nicht verharmlosen, diese Folgen, die das Ganze hat, gerade auch auf die Psyche, diese ganze Vereinsamung, Isolation von Menschen. Aber es ist kein Grund für mich jetzt zum Widerstand zu rufen, denn diese Voraussetzung, dass ich meinen Glauben weiterleben kann, die ist immer noch gegeben. Ich werde auch nicht zensiert. Und das andere ist die Frage, die man ja auch immer stellen muss, ist der Staat neutral in der Hinsicht, dass vor dem Gesetz kein Ansehen der Person gibt, also Christen gleich behandelt werden wie Nichtchristen. Und ich würde sagen, also hier in der Schweiz, so wie ich das beurteilen kann, habe ich vor dem Gesetz keinen Nachteil. Und darum ist für mich jetzt ist nicht gegeben, dass es ein Unrechtsstaat wäre. Jetzt mal.
stark vereinfacht. Genau. Wir müssen es differenziert anschauen. Ich fand es interessant, Moritz Leuenberger, ehemaliger Bundesrat, hat gerade jetzt in einem Interview, da sagt er, die heutigen Corona-Maßnahmen verunmöglichen wesentliche Aufgaben der Kirche. Die Verabschiedung der Verstorbenen ist praktisch nicht mehr möglich. Dagegen muss sie selbstbewusst Stellung nehmen. Sie muss notfalls auch ungehorsam gegenüber dem Staat sein. Sagt er als oberster Schweizer Politiker und als Pfarrsohn oder von einem reformierten Pfarrer, typisch reformiert. Und also er sagt eigentlich, es muss ein lebendiger Austausch stattfinden zwischen Kirche und Staat, wo man auch ringt um Möglichkeiten. Und wir wissen, dieses Ringen findet statt. Ich weiß es von Kirchenvertretern, eben da wurde geschrieben, man sucht nach Lösungen. Das Gespräch findet auch statt. Austausch, man nimmt sich gegenseitig ernst mit den Anliegen. Und wir wissen, wir haben persönliche Bekannte, die entweder in einer Covid-Taskforce arbeiten oder auch die in der Pflege auf der Intensivstation arbeiten. Und wir wissen, man schaut hin und diese Pandemie ist kein Fake. Wir wissen, wo es auch hinführt, ohne Maßnahmen. Wir sehen diese Hotspots in anderen Ländern und das total überforderte Gesundheitswesen. Wir wissen es auch von der zweiten Welle in der Schweiz, das war schwierig. Und es ist schwierig für die Behörden, es ist ein Abwägen, eine Güterabwägung. Da ist einerseits die Gesundheit der Bevölkerung, die geschützt werden muss, und dann ist andererseits ist die Wirtschaft, die auch nicht an die Wand gefahren werden darf. Und jeder Entscheid, der gefällt wird, der bringt Nachteile auf der einen oder anderen Seite. Es ist unglaublich schwierig, da hindurch zu lavieren. Aber wir wissen, die Gespräche finden statt. Das ist ein lebendiger, demokratischer Prozess zwischen den verschiedenen Institutionen. Und wir sehen das so, man soll sich engagieren. Wir ermutigen euch auch, wenn ihr spürt, das ist euer Weg, engagiert euch auch in der Politik, übernehmt da Verantwortung. Man wird immer schuldig mit jeder Entscheidung, auch die man fällt. Es gibt immer Ungerechtigkeiten. Aber, und was du gesagt hast, diese Fürbitte für den Staat, auch Karl Barth, er sagt in Rechtfertigung und Recht, die Hauptaufgabe der Kirche primär mal ist das Gebet für den Staat. Wir finden, statt Energie, eben man soll die Dinge diskutieren, klar, aber statt jetzt Energie zu verpuffen in einen Widerstand, der letztlich auch sinnlos ist. Wenn und Beziehungen und Freundschaften spaltet und zerstört an unterschiedlichen Ansichten ja auch. Ja, was würde geschehen, wenn wir diese Energie verwenden für Gebet, für Fürbitte, im Einstehen für den Staat, im Einstehen für die Behörden, die schwierige Entscheide fällen müssen, dass sie Weisheit haben, dass sie die Balance finden in allem Abwägen. Wir ermutigen euch, wirklich zu beten. Das ist die Aufgabe der Kirche. Also ich persönlich bin dankbar für die Rechte, die wir haben zurzeit als Kirche. Ich bete für den Staat, für die Obrigkeit. Das ist das eine, dieses Gebet für den Staat. Und ja, trotzdem steht doch noch die Frage im Raum, gibt es diesen Status Confessionis, also wo wir Pflicht zum Widerstand haben oder Pflicht zum Aufstehen haben, zum Bekenntnis? Vielleicht gibt es da noch ein paar Kriterien, wie man sich in dieser Frage positionieren kann. Genau, das entbindet uns nicht vom genauen Hinschauen, das wollte ich sagen. Also dieses Beten, schauen wir genau hin. Was wir bisher gesehen haben, der Verrat am Evangelium, der findet ja nicht statt. Paulus gibt uns noch weitere Unterscheidungskriterien, gerade im Hinblick auf dieses Miteinander von Kirche und Staat. Was ist, wenn der Staat entartet, eben dämonisiert wird, wenn er zum Unrechtsstaat wird? Und da gefällt mir Römer 1,18, und ich finde, er bringt da Stichworte, wenn er sagt, Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. An verschiedenen Stellen bringt Paulus diese beiden Stichworte. Schaut mal, es geht hier um die Ungerechtigkeit, um die Wahrheit. Und also anders formuliert, Gerechtigkeit und Wahrheit sind wichtige
Faktoren, um zu schauen, handelt es sich um einen Rechtsstaat oder nicht. Also ist die Wahrheit garantiert und findet Gerechtigkeit statt? Also wird nicht durch ungerechte Strukturen diese Wahrheit niedergedrückt? Und das sehe ich zurzeit auch nicht. Es wird diskutiert, man hat wissenschaftliche Studien, man ist im Gespräch miteinander. Aber eben, dieser Austausch findet statt, es gibt auch, mag unterschiedliche Meinungen, Positionen geben, und das ist gut so. Auch ich weiß, auch in diesen Taskforce, da wird gerungen, und wir ermutigen euch jetzt für die Diskussion in den Kirchen. Lasst euch nicht auseinanderbringen von solchen auch politischen, unterschiedlichen Standpunkten. Also für uns ist jetzt ein Status Confessionis nicht gegeben, dass wir aufschreien müssten. Ich finde auch, ihr kennt vielleicht diese Geschichte da von einem Jungen, der immer wieder schreit, der Wolf, und dann rennen die Leute, aber als er es dann zu oft schreit, wenn du dreimal gerufen hast, der Wolf ist da, und er war nicht da, beim vierten Mal, als er dann tatsächlich kommt, da kommt ihm niemand mehr zu Hilfe. Und so auch, wenn wir jetzt schreien, Unrechtsstaat, Unrechtsstaat als Kirche, und das ist gar nicht der Fall, wir verlieren Glaubwürdigkeit. Ich finde, wir müssen wachsam sein, wachsame Zeitgenossen, aber wir müssen dann unsere Stimme erheben, so wie es Karl Barth, wie es Bonhoeffer gemacht hat, die bekennende Kirche, wenn tatsächlich diese Grundwerte gefährdet sind, wenn wir nicht mehr unseren Glauben in Freiheit leben dürfen, dann ist Status Confessionis. Mhm. Und bis dann eben diese unterschiedlichen Meinungen, Graustufen, auch politisch, ein bisschen mehr links, ein bisschen mehr rechts. Ich glaube, wir müssen wirklich Acht haben darauf, dass wir untereinander in unseren Kirchen und Gemeinden den Frieden bewahren. Denn das Schlimmste, was es gibt, ist, wenn wir aufeinander losgehen, uns gegenseitig den Glauben absprechen, mhm, und uns zerfleischen. Dann ist dieser Friede, von dem du gesprochen hast, dann ist der in der Kirche dahin. Dann ist der Schaden am Ende noch viel größer, denn es geht ja auch grundsätzlich darum, auf was schauen wir? Schauen wir drauf, es breiten sich Beschränkungen aus, oder schauen wir drauf, es gibt noch diese ganz andere Kategorie vom Reich Gottes, das sich eben auch ausbreitet? Und das finde ich auch noch eine ganz entscheidende Frage. Hängt jetzt das Wachstum vom Reich Gottes damit zusammen, ob wir in einem Rechtsstaat, ob es Rechtsstaat ist oder Unrechtsstaat ist, kann überhaupt irgendeine Macht und Gewalt dieser Welt das stoppen, was Gott vorhat und was er am Tun ist? Wenn nur ein Bild aus dem Neuen Testament, aus diesen Gleichnissen vom Reich Gottes, in Matthäus 13, Vers 33, sagt Jesus: Das Himmelreich gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter einen halben Zentner Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Da haben wir dieses Bild von dieser unglaublichen Sprengkraft vom Evangelium: Sauerteig unter einen halben Zentner Mehl und es durchsäuert alles. Mir hat erst gerade eine Bekannte erzählt, wie es ihr den Deckel vom Gefäß gesprengt hat, wo der Sauerteig am Gären war. Und ich finde es so ein ermutigendes Bild. Ich meine, wenn Gott was in Gang bringt, es ist nicht zu stoppen. Und Jesus hat in einem Staat mit Restriktionen gelebt, gelehrt und was Unaufhaltsames in Gang gebracht, was so weitergegangen ist. Das ist diese andere Kategorie, wo Jesus ja auch zu Pilatus sagt in Johannes 18, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und drum, würde ich sagen, drum ist es nicht zu stoppen, weil es in einer ganz anderen Liga stattfindet. Und ein Stück weit, wir sind in dieser Haltung, in dieser ganzen Corona-Zeit gestartet. Wir versuchen wirklich das Beste draus zu ziehen. Wir schauen, was sind auch die Möglichkeiten, oder auch gesagt, es ist so wie ein Sabbat, auch diese größere Ruhe. Wir wollen Gott suchen in allem drin. Und ein Stück weit auch dieser Digitalisierungsschub, fast Digitalisierungszwang, wir haben es so erlebt, das hat gute Früchte gebracht. Das hat beschleunigt. Beschleunigt und verbreitet. Auch dass wir jetzt diese Talks schon machen können, plötzlich diese Studie so schnell realisiert wurde. Letztlich in dieser Haltung für uns war es begeisternd zu sehen, das Reich Gottes kommt. Eben auch, es ist jetzt kein Unrechtsstaat. Nicht aufzuhalten. Genau. Jede Situation muss uns letztlich zum Besten dienen und förderlich sein, dass das Reich Gottes zunimmt.
Und nicht mal Jesus, der diesem Pilatus gegenüberstand, der ihn wirklich zu Unrecht verurteilen ließ, diese Aussage, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und Karl Barth hat ja zu Beginn des Zweiten Weltkrieges an diesem Punkt eingesetzt, hier bei Jesus und Pilatus, um mit dieser Zuversicht, was auch geschehen mag, das Reich Gottes, es wird kommen. Zurück zu Daniel 2, da sind all diese Reiche der Welt in dieser Statue symbolisiert und es kommt dieser eine Stein, der kleine Stein vom Berg und letztlich zermalmt er diese Reiche und er wird ja größer als jeder andere Berg. Und ist es nicht lustig, als Christen, wir sind zwar jetzt in der Kirche und nicht im Staat, aber letztlich erwarten wir diesen Rechtsstaat, der kommt von Jesus Christus, diesen Friedensstaat. Und wir als Kirche, wir erwarten einen politischen Staat, nämlich dieser Bereich, wo Jesus eines Tages herrschen wird und Frieden bringt. Und da haben die Reformierten haben immer wieder gesagt, wir haben ein prophetisches Amt als Kirche, eben den Staat quasi an diesen himmlischen Staat zu erinnern. Mhm. Also die Polis, die Stadt auf dieser Stadt, müssen wir erinnern an die himmlische Stadt, ans himmlische Jerusalem. Karl Barth hat das immer wieder betont, hat gesagt, hey, das ist unser Auftrag, dieser prophetische Auftrag. Wir haben übrigens auch ein prophetisches Bülte, eine Nummer zu Karl Barth, unter anderem zu Karl Barth gestaltet. Wenn euch auch dieses prophetische Bülte interessiert, könnt ihr das erwerben. Es gibt ein Jahresabo davon. Und wir möchten diesen Punkt, eigentlich diesen Talk jetzt auch abschließen mit dieser Zuversicht. Karl Barth hat es so formuliert, es wird regiert. Das war das letzte Telefonat 1968, das er führte, oder von dem wir wissen, mit seinem Freund Eduard Thurneisen. Und er, der alles erlebt hat, diese Wirren des Weltkrieges, er, der aufgestanden ist unter Lebensgefahr, er war letztlich in allem drin beseelt von dieser Gewissheit. Wir schauen auf das Reich Gottes, das kommt. Es wird regiert. Das ist ein sehr schönes Schlusswort, weil ich finde, das ist was für uns auch zu einer Gelassenheit im guten Sinn ja, uns helfen kann, zu wissen, letztlich haben wir Gott, der die Fäden in der Hand hat und regiert und nicht zulässt, dass irgendwas aus dem Ruder läuft. Danke fürs Mitschauen. Und fürs Mitdenken, auch euch beteiligen mit euren Fragen, Meinungen und bis zum nächsten Mal.